Himmel! Was ist bloß aus dieser Welt geworden? Hey! Du bist einer von den Guten, oder? Du musst mir helfen! Dieser monströse Kopfgeldjäger ist hinter mir her! Dabei habe ich nur aus seinem Motorrad einen gigantischen, feuerspuckenden Vogelstrauß gemacht! Und jetzt sagt er, er will meine auf Toast. Aua! Bitte! Du musst mir aus dieser Zwickmühle helfen! Vollidiot! Das wird ihn lehren, sich das nächste Mal jemand in seiner Größe zu suchen! Sieh mich nicht so an! Ich habe ihm einen Gefallen getan! Feuerspuckende Strauße sind viel besser für die Umwelt als Motorräder! Ach, nimm den Stein und lass mich in Ruhe! Das Superman ist ganz schön beeindruckend. Na, Conan! Scheint der richtige Ort zu sein. Also, wo sind sie?
Das scheint der richtige Ort zu sein. Also, wo sind sie? Das ist also die Halle der Verdammnis. Wenn ich diese richtig super bösen Baupläne zerstöre, sieht Papa endlich, dass ich es drauf habe. Hey, wie lange stehst du denn schon da? Du wirst mich noch verraten. Aber wenn du schon mal hier bist, dann kannst du mir auch auf der Suche nach den Plänen helfen. Los! Ich sehe hier nach. Sie sollten in einer Schublade oder einem Safe oder so sein. Sieh überall nach. Verflixt. Sie müssen die Pläne geteilt und an verschiedenen Orten versteckt haben. Sie können nicht weit sein. Such weiter. Entdeckt. Schnell, schlag sie nieder. Okay, das sollte der letzte gewesen sein. Du zertrümmerst wohl häufiger Möbel, was? Ich habe inzwischen das hier gefunden. Ich habe gehört, dass du danach suchst. Yeah.
steht, nicht die Vögel füttern, dann füttere auch nicht die Vögel! Etwas stimmt mit ihnen nicht. Ihre Federn sind ganz kalt und hart und dieses unheimliche, ausdruckslose Starren. Boah! Ich male ja nicht gern den Teufel an die Wand mit Wörtern wie genetische Manipulation, aber... Ah! Hast du das gehört? Sie sind hier! Nimm sie weg! Nimm sie weg! Nimm sie weg! Nimm sie weg! Lasst mich in Ruhe, ihr fiesen Federviecher! Ich meine, sieh doch mal, diese gefiederten Freaks können ja nicht mal richtige Eier legen. Nimm du dieses ekelhafte Ding. Ich verbringe irgendwo anders ruhigere Ferien. Zu dieser Jahreszeit soll Nock ziemlich schön sein. Ich bin mal ganz modern und statte meine Pinguinbots mit künstlicher Intelligenz aus. Aber die Frechdachse sind ihren Kinderschuhen entwachsen und haben ihre eigenen hinterhältigen Pläne geschmiedet. Wenn du die abtrünnigen Schmarotzer zurücklocken kannst, schraube ich ihnen ihre Selbstständigkeit im Nu wieder raus. Ich muss sie heil wiederbekommen. Sie haben die Angewohnheit, sich selbst in die Luft zu jagen. Ich werde neue Leitungen bei diesen kleinen Blechdosen aufziehen, wenn ich sie in die Finger bekomme. Sie haben die Angewohnheit, sich selbst in die Luft zu jagen. Ich werde neue Leitungen bei diesen kleinen Blechdosen aufziehen, wenn ich sie in die Finger bekomme. Sind das alle? Gut, dann mal her mit dem Schraubenzieher. Ich finde es ja gut, wenn die kleinen Nichtsnutze Chaos verbreiten. Aber wir werden das auf nette und altmodische Art und Weise tun. Ja. Nicht so.
so zu zieren, wird dir nicht helfen, Swamp Thing. Unkraut wie ich geht nicht. Ich bin eine Wurst, kein Bein Gefahr. Hilfe! Ich bin eine Wurst und kein Bein Gefahr. Danke. Bei all den Helden, die mich heute gerettet haben, warst du auf jeden Fall dabei. Dich so zu zieren, wird dir nicht helfen, Swamp. Mir hat ein kleines Vöglein gezwitschert, dass dieses Swamp-Thing sich auf keine Frau einlässt. Aber ich liebe die Herausforderung, Schätzchen. Bring mich einfach in seine Nähe, dann hat er keine Chance, sich meinen Reizen zu entziehen. Ich glaube, ich liebe dich. Da bist du auf dem Holzweg, Ivy. Sei doch nicht so. Du weißt genau, dass ich keine Wald- und Wiesenpflanze bin. Denkst du etwa, ich wäre ein Holzkopf? Du willst mich doch bloß veräppeln. Das könnte etwas dauern. Ich komme schon klar, mein Lotusblümchen. Danke für deine Hilfe. Ivy, ich will mit dir Wurzeln schlagen. Sorry, Swampy, aber... Bitte, meine kleine Butterblume, können wir nicht einfach... Genug des schwülstigen Blumengeschwafels. Wo ist das Swamp-Thing hin, das mich so gereizt hat? Ich habe endlich den Duft der Rose entdeckt, mein Schatz. Und... Warte, das ist es. Ich habe es wohl ein wenig übertrieben mit meinen Pheromonen. Wenn ich etwas penetrant Riechendes hätte, könnte ich vielleicht... Du... Da du uns sowieso die ganze Zeit belauschst, sperr doch mal die Augen auf, ja? Was auch immer es ist, es muss ihn aus der Rinde hauen. Vielleicht kannst du im Labor ein stinkendes Gebräu mischen. Gut. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Und diese Rose wird dich gleich ihre Dornen spüren lassen. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen muss, Ivy. Aber ich habe dir ein Lied geschrieben. Also. Gütiger Gartenzwerg, was ist das für ein Gestank? Oh, tatsächlich. Einfach ekelhaft. Wolltest du mir nicht ein Lied vorsingen? Was? Lasst mich in Ruhe, ja? Da stellt sich mir die Rinde auf. Oh, Swampy, du bist zurück. Danke für die Hilfe, Süßer. Obwohl, nächstes Mal könntest du noch eine Wäscheklammer mitbringen. Hey, du! Hast du kurz Zeit?
Motorrad gesehen und mir gesagt, Harley, manchmal muss man sich was gönnen. Der Fahrer sah das vielleicht anders, aber naja, jedenfalls sagt Jay, dass sie Spaß machen, was eigentlich immer bedeutet, dass sie gefährlich sind. Ich bin ja nicht blöd, was gesund bleiben und Sicherheit angeht, also brauche ich einen anderen Blödi, der mir den Crash-Test-Dummy macht. Kapiert, Dummy? Mach dich bereit. Ich warte genau hier auf dich. Hast du etwas Zeit, mir zu helfen? Hey, du! Hast du kurz Zeit? Hilfe! Na, sieh mal einer an! Sieht aus, als hätte mir mein Schutzengel ein kleines Geschenk gemacht! Also, du weißt, wie es geht! In den Sattel und gib Gummi, bis die Räder abfallen! Oh, und sag mir, ob du dabei durch die Mangel gedreht wirst. Das ist der ganze Sinn der Sache. Ich geb dir deine Kohle besser gleich. Wer weiß, ob das später noch geht? Ich muss diese Zirkusphobie endlich überwinden. Vielleicht sollte ich mit jemandem reden. Ja, das ist die Art von Tragödie, auf die ich scharf bin. Weiter so! Na. Himmel, keiner nimmt mich ernst. Ich wünschte, ich könnte mit jemandem reden.
Na, Conan! Ich habe einfach das Gefühl, dass niemand meine ganzen Heldentaten würdig, weißt du? Mit Verlaub, Sir! Wir haben so gut wie keine Heldentaten vollbracht, seitdem wir hier sind. Das ist ja schön und gut, Skills, aber ich glaube, ich brauche professionelle Hilfe. Absolut fantastisch. Die Welt braucht mehr Helden wie dich. Danke für die Hilfe.